Willkommen zurück zu Top Raider 4. Ja, hier haben wir es jetzt mal aufgehört. Nach der schönen, geilen, langen Sequenz. So, jetzt mal da hochspringen. Und jetzt müssen wir hier rüber klettern. Schon mal von oben gucken. Ja, das wird uns eine Weile beschäftigen, der Bereich, glaube ich. What? Skorpione. Aha, da kommt noch einer. So. Aber hier konnte man nicht irgendwie da noch hoch. Nee, das sieht, glaube ich, zu hoch aus irgendwie. Okay, da sehe ich schon mal ein Erste Hilfe. Ein kleines. So, dann können wir darüber. Da geht es dann noch weiter. Aber wir haben ja hier noch was. Und da haben wir auch was. Moment, ich erinnere mich aber irgendwie an da oben. Jetzt ist die Frage, wie man da hinkommt. Weil ich glaube nicht, dass man. Ach, die kann hier doch. Ach, sie rutscht runter. Nee, dann war das anders. Moment. Vielleicht. So rüberspringen, wisst ihr? Ah, fast. Weil ich glaube an der Ehenecke oder von hier war das gewesen. Denn ich glaube an der einen Ecke kann sie stehen. Moment. Genau. So. Ui. Nee, das war falsch. Aber der Ansatz war schon richtig, finde ich. Ich will da jetzt hoch. Da liegt nämlich Munition, wie ihr seht. So, hier kannst du komplett stehen. Aha. Geschafft. So, einmal Muni bitte. So, kann sie dahin? Ja, hier kann sie auch hin. Aber hier ist nichts mehr weiter, ne? Gut. Okay, ein bisschen Schaden haben wir gekriegt. Jetzt gehen wir hier mal rein. Oh, man sieht sogar die Fußspuren. So, komme ich denn hier hoch? Nicht. Okay. Komme ich da hoch? Du bist zu weit. Nee, da kommt sie auch nicht hoch. Okay, dann gehen wir einfach hier drüben mal gucken. Hier kommen wir doch hoch. Aber nicht so. So, da unten gehen wir dann gucken. Ich würde erstmal gern hier oben gucken. Und hier ist ein Wind. Mein Gott. Kann ich da aus dem Stand rüber? Ja, das sieht so aus. Und da hätten wir noch ein weiteres Medipack. Da drüben liegt ja auch noch mehr. Da hinten. Aber nein! Nein! Du solltest doch nicht da runterspringen.
Na, dann noch mal hoch. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal nach vorne hier. So, wieder da hoch. Wieder hier hin. Hier wollte ich jetzt mal gucken. Hier kannst du auch hoch. Oh, und da hinten haben sie es verdunkelt. Aber hier gibt es nichts, ne? Wieso kann man denn hier so weit hochklettern, wenn es hier nichts gibt? Das war ja so klar. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Ja, nicht so schlimm. Waren ja bloß zwei Skorpione. Na, dann weiß ich, dass ich da oben nicht rumtun brauche. So. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, willkommen zurück. Das kann ich auch mal was ausprobieren. Nee, da soll man nicht hoch. Das sah ja von unten aus, als ob man da so, ne? Aber da komme ich gar nicht hin, weil hier geht es steil ab. Und wir gehen lieber... Will der Skorpion denn hier hochkommen? Das geht doch gar nicht. Wo ist der zweite? Hä? Stirb! Ich weiß nur, wenn wir mit dem Gebiet hier fertig sind soweit, dann kommen hier richtig von unsere Feinde hier, die Ninja-Kunden. So, ich möchte aber auch gerne das wieder haben. So. So. Mädel. So. Jetzt komm, tu mir den Gefallen. Und spring da mal brav hoch. Genau. Uns nämlich so eine Mühe gegeben. Oh, bloß gut, ich dachte, die fällt jetzt schon wieder runter. So. Können wir nämlich auch mal die Schrot benutzen, weil da haben wir ja recht viel. So. Dann waren wir da beim ersten, gab es nichts. Beim zweiten. Und schon sind wir ja wieder hier. Einmal hier hoch. Einmal darüber. Autsch. So. Mann! Die sollte eigentlich springen, aber na gut. Wollte sie eben nicht. So. Kann ich denn von hier aus gleich? Nee. Muss ich nochmal hier hoch? Einmal hochziehen, hinterlaufen, aber hier brauche ich Anlauf. So, und Uzi-Muni, das sieht dann immer noch so beim Vorwärtslaufen, man macht nur einmal nach vorne, dass sie dann immer noch so einen Schritt weiter macht. Schrot.
Ich glaube, hier können wir runter. Hier geht's abwärts. Das ist die Frage. Ist das hier? Ach, hier ist das. Okay. Von hier sind wir nämlich gekommen. Okay, dann gehen wir da mal rein. Oh, ein Geheimnis? Oh. Noch einer? Ich sehe bloß einen. Vielleicht auch mal speichern, aber ich glaube, hier drin gibt es keine gefährliche Stelle jetzt. Außer Skorpione. Waffen brauche ich ja doch. Oh, der war cool. Können dann ja vergiften. So, und hier auch noch. Oh, so echt eine Menge Zeug hier. Fackeln. Ja, war ja wieder klar, dass du es nicht schaffst. Uzi. Schaffst du das? Ja. Okay. Aufheben. Und da drüben noch ein großes Midi-Pack. Da haben wir hier hinten wenigstens schon mal geguckt. Ne, hier ist nichts. Hier kam nur der Skorpion her. Und die Vasen da, die etwas dunkleren, die lassen sich ja nicht kaputt schießen. So. Das hat sich ja mal gelohnt. So, hier oben konnte man nirgendwo mehr, ne. Und im Vorraum hier, ging es da irgendwo noch nach oben? Auch nicht. Ne. Ziemlich Riesenraum für ein Geheimnis nur. Schon wieder zurück. Ne, war doch wohl hier schon richtig. So, dann haben wir dieses. Dann haben wir dieses soweit hier auch abgesucht. Da oben waren wir ja auch schon gewesen, da war ja nichts. So, dann würde ich mal sagen, hier rein. Als nächstes. Der Wind müsste ja auch mal verschwinden. Da haben wir zum Beispiel eine Tür. Hier liegt nichts. Da auch nicht. So, diese Tür geht wahrscheinlich erst später auf. Okay. Ah, da oben ist irgendwas, okay. Gehen wir erstmal da oben. Ich habe da hinten schon ein Wasserbecken gesehen, da ist dann wieder was mit Tauchen. Da gehen wir dann auch noch gucken. Ach, und hier ist verschlossene... Schade, ich dachte, ich kann jetzt so ganz cool mit dem Rückwärtssprung, weil ich irgendwie hier eine Sitte, die Platte gesehen habe. Hier ist also verschlossen. Hier ist auch zu, da liegt aber ein Medipack drin. Ja, da müssen wir wohl da hinten hin erstmal.
Das war knapp. Noch eins weiter. Und hier liegt auch Zeug. Nochmal Uzi. Aber es kommen, glaube ich, später dann noch genug Feinde. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß, ich bringe das jetzt so ein bisschen durcheinander, weil ist ja noch nicht lange her. Also nicht allzu lange, wo ich ja Top Rider 3 durchgespielt habe. Und ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, wie hier die Bosse waren. Aber mir fällt es gerade nicht ein. In Top Rider 4. Ist das auf Zeit? Wir werden es sehen. Hier drüben ist ja auch noch einer. Aber es sieht so aus, als ob die aufbleiben. So. So. Dann holen wir uns erstmal das da. Da liegt noch was auf dem Dings. Das Pfeile? Ah, nee, eine Schrot. Okay. In dem Fall die Munition, die in der Schrot war, wird gezählt. Die Waffe selber haben wir ja schon. Und hier haben wir eine... Das sieht mir aus wie... jeder hat ja die Mumie gesehen, ne? Und da gab es doch diese Gefäße, wo sie die Organe drin aufgehoben haben von denen. Und genauso sah das Gefäß aus. Wir können es aber gleich nochmal genauer angucken. Ja, und in den Raum, hier müssen diese, nennt man das denn eigentlich, ne, ohne nennt man das nicht, ohne heißt ja nur, seht ihr, das ist so ein Gefäß. Das ist hundertprozentig so ein Gefäß. Ja, hier steht Vase 1, aber das sieht aus wie so ein Gefäß. Könnt ihr mal eine Comment schreiben, ob das sieht so aus, ne? Wo man die Organe dann reingepackt hat und dann mit beigelegt hat. So. Wir kamen ja von da. Jetzt geht's noch ein bisschen abtauchen. Hier oben war ja nichts weiter. Was war das gerade? Kamera. So, hier liegt aber nichts ringsrum, ne? Nee. Okay, dann mal rein ins frische Nass. Und da unten sehe ich schon was liegen. Einmal Fackeln. Dann tauche ich doch lieber nochmal auf. Lieber ein bisschen mehr Sauerstoff haben. So. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass hier unterwegs eine Luftkammer noch gab. Und die Tür hier, glaube ich, die konnte man... Konnte man die nicht aufmachen? Ich habe das so in Erinnerung. Jetzt muss ich mir erstmal wieder Luft holen. Also ich möchte sagen, dass man die Tür, die muss nicht aufgehen. Dass ich die aufziehen kann. Aber irgendwie wollte sie jetzt nicht. Versuchen wir gleich nochmal. Weil es gab hier im vierten Teil so eine Türen. Oder ich habe noch nirgendwo einen Hebel gesehen. Ja, wusste ich doch. Warum sie es jetzt beim ersten Mal nicht gemacht hat, keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. So, und hier oben haben wir auch schon unser Luftloch, aber vielleicht ist hier auch noch mehr. Da liegt nämlich auch noch was. Ein Geheimnis. Oh, Lina, aber das sind Pfeile, ne? Wollte ich jetzt mal gucken. Pfeile? 10 Armbrust, leichte Armo. Also eine Armbrust wird es dann hier noch geben. Das ist ja super. So, hier ist aber nichts weiter. Nee. So.
Dann müssen wir hier weiter, ne? Hier so. Gerade schwimmt sie ein bisschen komisch. Da ist nichts. Da ist zu, aber da ist ein Loch. Oh, noch ein Geheimnis. Nochmal Pfeile. Wir müssen auf die Luft achten. Ich habe nämlich nicht gespeichert. Ich würde gern schon alles mitnehmen. So. Jetzt schnell zum... Na los, schwimmen! Wieso schwimmt sie denn jetzt nicht da durch? Oh, das wird knapp. Oh nein! Boah, das war aber jetzt... Dann nehme ich gleich mal noch ein... Oh, hier haben wir zwei verschiedene. Armbrust, leicht. Gift. Sogar Giftpfeile. Ich wollte jetzt mal hier ein kleines Medipack nehmen. Oh, und vielleicht mal speichern. Sonst müssen wir nämlich nochmal alles von vorne machen. Ja, ich sollte einfach mehr speichern. Das ist... Ich habe eh bloß diesen einen Speicherplatz. Aber falls es einer weiß, warum über den Emulator hier das Original PS1-Spiel übrigens ist von der Original-CD kopiert worden, warum hier nur ein Speicherplatz ist. So, Mädel, dann kannst du jetzt wieder zurück. Also das war hier nur Geheimnisse. Mehr habe ich hier auch nicht gesehen. Da kannst du raussteigen. So. Da oben waren wir ja, ne? Wie in der ersten Vase. Und ist, glaube ich, auch neu, dass sie hier... Ich weiß nicht, oder... Ach. Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, das ist auch neu, dass hier das Wasser von dem Körper so tropft. Ich bin mir nicht sicher, ob es das im dritten Teil schon gab. Moment, ist die Tür vielleicht jetzt auf, weil wir die ganzen Schätze genommen haben? Nein, ist sie nicht. Also kommen wir hier definitiv entweder noch mal raus durch die Tür da oder kommen hier noch mal her. So, jetzt geht's aber nach hier, ne? Ja, und die Feinde tauchen natürlich erst auf, wenn wir natürlich alles haben, ne? Also, die... So, warte mal. Aber da müsste man doch noch hochkommen, ne? Moment. Hier vielleicht. Hier kann man auch hoch. Und dann darüber springen. Tatsächlich. Kann hier stehen. Können wir das ja nämlich erstmal untersuchen. Okay, hier sind Steine. Okay. Ich wollte aber eigentlich darauf springen, genau. Ah, und hier haben wir Medipack. Wie gesagt, ich freue mich jetzt schon auf den sechsten Teil, der so übelst verbuggt sein soll. Das wird ein heilen Spaß. Hoffe ich doch. Ich ärgere mich da eigentlich nicht so. Ich sehe das dann eher als Herausforderung. Genau wie das jetzt hier, dass ich hier nur einmal einen Platz zum Speichern habe. Da sollte ich immer ganz genau aufpassen, wo ich speichere. Nicht wie bei zum Anfang. Autsch, wir waren da oben aber noch nicht fertig. Jetzt können wir hier nochmal hochlatschen.
Was wollte ich sagen? Ach so, zum Anfang. Hatte ich eine Stelle gehabt, ne, wo ich gespeichert habe, wo ich schon dachte, ich muss das ganze Spiel jetzt nochmal von vorne spielen. Das wäre übel geworden. Das wäre wirklich schlimm. So, und ich glaube, wenn wir hier gleich so rüberspringen. Okay, das war's. Hätten wir gar nicht mal hochgehen brauchen. Das nächste Mal ein bisschen vorausschauend. So, wenn wir dahin springen, rutschen wir bestimmt runter. Genau. So, wo geht's denn hier hin? Sand. Aber Moment. Da geht's doch hoch, ne? Und noch höher? Ne, da oben waren wir ja eigentlich. Okay. Und da könnte man auch noch, aber das sieht mir zu hoch aus. Sorry. Und ich muss einen Schnitt machen. Den Raum da hinten, den gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 4. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und schönen Gruß an Zockerdance. Ciao.